Der HC Erlangen beurlaubt Adalstein Eliofsson. Beim HC Erlangen sind schwierige Tage angebrochen. Nach der Niederlage beim DFG Leipzig trennen HC Erlangen und die Eulen Ludwigshafen nur noch 4 Punkte. Heißt, der HC Erlangen ist voll im Abstiegskampf angekommen. Brisant ist, dass nach Informationen von nordbayern.de die Stimmung zwischen Mannschaft und Adalstein Eliofsson sehr angespannt gewesen sein sollte. Wir haben in den letzten Wochen festgestellt, dass sich das Verhältnis der Mannschaft mit dem Trainer massiv verschlechtert hat. Was sich nun auch negativ auf die Leistung ausgewirkt hat, sagt René Selke, Geschäftsführer des HCE. Das hat uns dazu bewogen, zu handeln. Am Anfang dachten die Verantwortlichen, dass der raue Ton des Trainers damit zusammenhänge, dass Adli, wie er genannt wird, seinen letzten Monate beim HC Erlangen gut meistern möchte. Die Erkenntnis daraus ist, dass Adli womöglich zum Konkurrenten und ebenfalls in Abstiegsgefahr steckenden TVB Stuttgart wechseln soll. Wir vermuten, dass der Umschwung in der Stimmung mit der Klärung von Adlis Zukunft zusammenhängt, sagte René Selke. Fader Beigeschmack, denn Eliofsson soll nach Informationen von nordbayern.de mehrfach Spieler suspendiert oder aus dem Training geschmissen haben. Die Gründe hierfür waren wohl oft nicht nachvollziehbar. Das veranlasste die Verantwortlichen des HC Erlangen, Eliofsson rauszuschmeißen. Im Gegenzug verpflichtet der HC Erlangen den Handballprofessor Rolf Brack für 4 Monate, bis dann der neue Coach für die Saison 2020-2021 Michael Haas übernimmt. Wie seht ihr das Trainerkarussell beim HC Erlangen? Erst setzt man den Trainer, seinen Spieler als neuen Trainer vor die Nase und jetzt wirft man ein Stück weit Interessenskonflikt des Isländers vor, weil er womöglich zum Konkurrenten wechselt. Hätte man als HC Erlangen anders handeln bzw. eine andere Kommunikationsstrategie fahren müssen? Schreib deine Meinung in die Kommentare und lass ein Like oder Abo da, falls dir das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.